Leute, heute gibt es bei uns ein sehr einfaches Gericht, und zwar Spaghetti Bolognese. Ich schäle die Zwiebeln, schneide sie in kleine Würfel. Wenn es fett heiß ist, gebe ich sie hinzu. 400 Gramm Hackfleisch rein, also Rinderhackfleisch. Umrühren, Tomatenmark rein, wieder umrühren und Mehl oder Mehl rein. Weil wenn man Wasser drauf macht, damit es dickflüssig wird, würzen. Also ihr wisst ja hoffentlich alle, mit was würzen. Das Wasser rein. Und gut umrühren. Ich habe Energie gespart für die Nudeln und habe das Wasser schon mal vorgekocht. Schmecken, abschmecken, schmeckt gut. Spülmaschine einräumen. Ich putze ein bisschen meine Arbeitsstelle. Ich kehre ein bisschen, kehre es auf. Ich schneide und hacke die Petersilie klein. Und wenn Käse reiben und wenn die Nudeln kleben bleiben, sind sie al dente. Tada!